Wow. Die Amount of Revolten, die möglich sind, ist schon ziemlich hoch. Und das wird vermutlich immer höher. Ich sollte mich mal um die Kriegsmüdigkeit kümmern. Obwohl, die ist gar nicht so schlimm. Um das hier müssen wir uns vermutlich eher kümmern. Kostet allerdings 180 Grundkosten schon. Massiv, massiv. Okay, hier können wir wieder mal eine Technologie erhöhen. Können dadurch Galeassen bauen, die wir allerdings überhaupt nicht brauchen. Und der Krieg gegen Frankreich verwandelt sich langsam in einen nicht besonders spannenden Verteidigungskrieg, beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine, Krieg, in dem Österreich langsam belagert und sie langsam belagern. Wobei, hier sind 43 Franzosen, Österreich hat nur 33 Truppen. Und Österreich wird auch belagert von Leuten, denen ich nichts tun darf oder kann. Eigentlich ist meine Armee hier gerade nicht so sinnvoll vielleicht. Mit irgendjemandem haben wir die Beziehungen ist fertig verbessert. Außerdem haben wir eine Revolte. Ihr könntet mal automatische Rebellenunterdrückung machen. So, wir haben jede Menge freie Diplomaten. Böhmen als Bündnispartner? Nein, wird nie im Leben was. Ihr Österreich. Okay. Die Franzosen scheinen jetzt überall gerade auszuteilen mächtig. Pommern hilft mit 11 Truppen mit? Nein, das ist schon jemand anderer. Ja, das sind andere auch dabei. Das hätte mich jetzt echt gewundert. Weil 11 Truppen doch ziemlich viel ist. Gut, aber die Schlacht ist eh verloren. In Spanien ist jetzt auch die letzte spanische Armee niedergeschlagen. Und damit müssten die Feinde ja gleich viele Truppen haben wie wir, weil unsere Armeen so uneffektiv gesteuert werden und ich will nicht weit ins Feindland einmarschieren. Weil das meiner Meinung nach ziemlich dumm ist, wegen der ganzen Abnutzung und solchen Geschichten. Puh. Haben wir jetzt schon mal genügend, um hier... 145 kostet das, wow. Also noch nicht genügend, dementsprechend. Technologisch sind wir ungefähr im Durchschnitt, immerhin. Verdammt gut scheint Holstein gerade zu sein mit 15, 15, 15, wir haben 13, 14, 15. Naja. Passt schon. So, ich glaube aber, dass Österreich diesen Krieg trotz allem verliert. Es sei denn, ich würde jetzt mit beiden meinen Armeen hier extrem gut mich einmischen. Oder extrem effektiv, um genau zu sein. Wenn ich diesen Marsch wage, werde ich, bis ich dort bin, vermutlich so viele Truppen verloren haben, dass ich dann die Schlacht wieder verliere. Dadurch. Ich kann es eigentlich nicht wirklich wagen. Stellen wir uns lieber einfach wieder nach Wien und wenn eine französische Armee in Österreich einfällt, dann werden wir diese Armee, so gut es geht, niederschlagen versuchen. Wieso seid ihr nicht mehr am Handeln? Oh. Die brauchen Reparaturen, ich zahle ihnen gar nichts. Gleichen wir das so vielleicht aus. Wie viele Truppen könnten wir jetzt eigentlich haben? 62, 6 mehr noch. Dann hätten wir 2 mal 31.000, das wäre schon ganz nett. Gut, 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 gut. Moskau scheint am Verlieren zu sein in ihrem Krieg. Nicht gut, aber
auch nicht änderbar. Rheinische Patrioten, könnten wir die kurz mal niederschlagen? Ja. Tun wir. Ist zwar recht gefährlich, wenn dann Österreich genau Frieden macht, dass unsere Armee hier feststeckt. Okay, wir haben hier wieder eine Seeschlacht gewonnen. Sehr gut. Gut, hoffentlich wird uns jetzt hier keine französische Armee auflauern. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen, dass genau das passiert. Eine kleine Hilfe waren wir. Dann geht ihr wieder mal nach Treviso. Oder hier. Naja, hier sollten wir euch vielleicht eher nicht hinstellen. Gut, wie sieht es denn jetzt armeetechnisch aus? Okay, die Feinde sind jetzt schon in der Überzahl. Ja, dann machen wir das Ganze wirklich nur noch defensiv, indem wir jede Armee innerhalb von Österreich, die wir angreifen dürfen, auch dann angreifen werden. Kaiser ist immer noch Brandenburg. Jo. Aber wird nächstes Mal Böhmen oder Österreich. Böhmen als Kaiser wäre gar nicht gut, aber ich kann es ja eh nicht ändern. Das könnten wir jetzt mal zur Kernprovinz machen. Aber wie gesagt, immerhin sind das hier gleich protestantische Provinzen, sobald man sie übernimmt. Was ich sehr nützlich finde. Und Krakau wäre auch verdammt nett, wenn wir es hätten, aber wir haben es eben nicht. Naja. Gut, eine kleine Revolte in Warschau. Revoltrisiko ist nicht besonders extrem. Gut, aber passt. Geht noch. Inflation ist hingegen gar nicht gut. Geht aber immerhin runter. Österreich sollte seine Armee ein bisschen mehr versammeln, bevor sie hier mit 5 Truppen von 35 vernichtet werden. Will Frankreich jetzt meine Armee angreifen? Kann das sein? Wenn sie wirklich mit 35 Truppen kommen, müssen wir uns fast zurückziehen. Das wäre dann nicht so gut, aber... Naja. Sollen wir uns in der Lombardei stationieren? Bisschen näher an der Front, dann könnten wir vielleicht in sowas zum Beispiel eingreifen, aber jetzt ist es zu spät. Bleiben wir in Treviso. Sicherheitshalber. Stellen wir auch wieder mal schneller, damit das Ganze hier nicht so ewig dauert. Gut, 35 Franzosen stehen schon an der Grenze und die, die hier oben gerade belagert haben, werden jetzt auch bald kommen. Ja. Eigentlich wäre ich dann doch recht froh, wenn ich aus dem Krieg vielleicht raus könnte. Kavallerie, Kampffertigkeit plus 5%, wunderbar. Oh, wir haben 3 freie Diplomaten, das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Beziehungen verbessern mit Österreich bitte unbedingt. Außerdem könnten wir das gleiche wieder mal mit Schweden machen. Und Frankreich sind wir im Krieg, dementsprechend nicht. Kastil vielleicht. Ja, einfach mal Beziehungsverbesserungen durchführen. Berater fehlt uns auch einer. Die brauche ich aber jetzt beide gerade nicht wirklich. Solange wir jetzt eigentlich ja nur defensiv herumstehen, können wir Geld sammeln und nachher, sobald wir nicht mehr nur defensiv herumstehen und irgendwie angegriffen werden, können wir unsere Armee dafür dann auch mal viel bezahlen. Das wäre durchaus wahrscheinlich sinnvoll.
Anspruch auf Minsk, warum nicht? Die Niederlande haben sich auch eingemischt. Okay. Ja. Mit meiner zweiten Armee dazu. Und wenn ich beide wirklich sinnvoll steuere, wäre was drin. Aber dann habe ich nichts mehr, mit dem ich Revolten unterdrücken kann oder Schweden abwehren kann, wenn sie angreifen. Also ist mir das eigentlich zu risikoreich. Ein Diplomat ist wieder da. Wen könnten wir denn... Wie könnten wir denn den sinnvoll einsetzen? Keine Ahnung. Egal. Lassen wir das fürs Erste. Und euch stellen wir nach Wien. So. Gegen Perm. Oh, keine Ahnung, wer Perm ist. Klingt aber nicht nach der Großmacht. Nein, ist doch nicht wirklich eine Großmacht. Also kein Grund zur Sorge. Gut, und wenn in dem Krieg wieder was Spannendes passiert, zeige ich euch's und bis dahin stoppe ich mal die Aufnahme.